Die Krankenversicherung sollte teurer sein. Es gibt jedoch erhebliche individuelle Unterschiede. In diesem Jahr ist die mittlere Krankenversicherungsprämie zum ersten Mal seit 2008 zurückgegangen, wird aber bald bergauf sein. Krankenversicherungsunternehmen werden bald zwischen 7 und 9% eröffnet. Und in den Zeiten, in denen die Inflation und der Anstieg der Energiepreise die Brieftasche bereits tragen. Es gibt große individuelle Unterschiede darin, wie stark die Prämie zunehmen wird, sagt Challenge Dici, Berater in den Gesundheits- und Krankenversicherungsgebieten für die NZZ. Wir werden zunehmende Kosten sehen, und daher sind die Boni klar, aber wir werden sein sie die Höhe genau nur im September. Die Unterschiede starten. Im Allgemeinen kann davon ausgegangen werden, dass die Unterschiede zwischen den Prämien verschiedener Krankenversicherungsunternehmen sinken werden. Die Dieci hofft, dass es mit zunehmenden Prämien mehr versichert und sicherer sein wird. Derzeit sind die Modelle der Level-Garantie in der versicherten Person und des Level-Zahlers dominiert, bei dem der Arzt die Rechnung direkt an die Krankenversicherungsgesellschaft schickt. Eine Sparoption ist ein Abteilungssystem. Die grundlegende und komplementäre Versicherung wird in mehreren Krankenversicherungsunternehmen abgeschlossen. Viele Menschen sind sich nicht einmal bewusst, dass sie sich hier teilen und sich selbst sparen können, sagt Dici. Beispielsweise könnte eine ambulante Komplementärversicherung getrennt werden.